Okay, da hast du kurz, aber ich gleich weitermachen. Der Fischerkönig und Fishing wahrscheinlich im Sinne von Internetaktivitäten gedacht. Die gute Rexa. Ja, da ist es. Ich schreibe diesen Essay. Ist ich dieses Essay? Egal. Auch wenn es mich buchstäblich umbringt. Ich habe extra das Studentenwohnheim verlassen, damit mir keiner auf die Nerven geht und in einem unschönen Café genug Koffein für eine außerkörperliche Erfahrung konsumiert. Diesmal lasse ich mich nicht davon abbringen. Nichts zum 12. Mal. Ich muss sagen, ich muss mal ganz kurz die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Die ist mir nämlich gerade getrönenderweise sehr laut im Ohr. Okay. Besser. Okay, wir haben hier eine abgedeckte Webcam. Das ist immer wichtig. Vielleicht habe ich zu viel Zeit mit Duli verbracht, aber ich will nicht riskieren, dass mich irgendein Perversling beobachtet. Richtig. Systemeinstellung. Uhrzeit und Datum muss ich nicht laut vorlesen. Jeder weiß, was die Stunde, wann die Stunde geschlagen hat. Was die Stunde? Also erstens habe ich es richtig vorgelesen, was die Stunde geschlagen hat. Und zweitens ist es auch falsch, nämlich wann die Stunde geschlagen hat. Wir schalten nicht ab. Was haben wir denn? Wir haben Computer. Die Festplatte. Hier sind all meine unfertigen Arbeiten für die Uni gespeichert. E-Mails. Ich frage mich, ob Bassam mir eine E-Mail geschickt hat. Eine Fernbeziehung ist nicht einfach, vor allem über die Grenzen der Sterblichkeit hinweg. In manchen Regionen des Jenseits gibt es nicht einmal WLAN, geschweige denn schnelles Internet. Dafür aber Tentakeldienste, die durch Toiletten greifen können. Papierkorb? Ach, die kleine App teilt mir die Qualität meiner Unterkunft mit. Spiele? Nein, nicht spielen. Ich muss stark bleiben. Oder? Es gefällt mir überhaupt nicht, dass Basam mein Heißdunkel geknackt hat. Aber heute ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ihn vom Thron zu stoßen. Wir spielen dann. Verdächtiges Terminal. Vielleicht sollte ich mein Hacker-Terminal woanders verstecken als auf dem Desktop. Ja. Textverarbeitung. Also gut, dann fange ich mal an, indem ich ein namenloses Textverarbeitungsprogramm öffne. Ach, verdammt, ich mache diesen Geist fertig. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ah, okay, haben wir sogar ein Spiel. Ob ich Basams Highscore schlagen kann? Ich würde fast sagen, das ist dieses Spiel mit dem Dino, der hier entlang tippelt und man überspringen muss. Oder? Run.exe. Wo muss ich klicken? Oh Gott. Also es läuft nur auf Eingabe, dass ich hier klicke sozusagen. Ja. Oh Gott, das ist sehr ungenaues. Bin ich mir sehr unsicher, wann. Muss ich ein bisschen eher machen, da. Try again, ja. Interessant von diesen, allein von wir von den Feldern sozusagen, dieses Muster hinkriegt, als würde man gerade einen rennenden Körper sehen. Das ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Larry. Yacht nach Liebe auf dem Schiff. Okay, so ein zufallsgenerierter Level, wie ich gerade sehe. Also bei 300 sind wir echt noch, muss ich ein bisschen lernen, wie man da klickt. Eventuell, wenn ich es beim dem Mal nicht schaffe, würde ich pausieren und das zusammenschneiden. Ich glaube, es ist nicht so spannend für euch. Was zählt hier eigentlich genau? Wie viele Objekte wir übersprungen haben? Das heißt, wir müssen gleich 5 haben. Ja. Damit wir 33 Hindernisse überspringen. 3 sind vor allem mein Kryptonit aktuell noch. Jetzt muss ich erstmal gucken, ab wann. Wir haben eine gewisse Steighöhe. Es wird ein bisschen schneller, wie ich merke gerade. Und zwar, ich glaube, jetzt. Soll ich denn hier springen? Es gibt hundertprozentig einen Erfolg dafür, dass man es schafft. Eigentlich schon, dass wir uns von unserer Hausarbeit ablenken haben lassen, nur um ein Spiel zu spielen. Das wird nie passieren. Na komm. Ich meine, ich kann nur eins überspringen. Wenn es Zufall so will.
13 war bisher das Maximum, was wir hatten. Das war so ein Dino gewesen, oder? In Google. Bin ich immer zu früh. Was ist eigentlich das Wichtige? Ist das unsere kürzere Körpermitte, die hier relevant ist? Oder ist das unser Kopf? Oder überhaupt ein Körperteil von uns, also von den mittleren? Die einen Block reinziehen, dass dann da ein Abbruch passiert? Geschafft, sehr gut. Weil nicht solche knappen hintereinander kamen. Scheiße, ey. Es gibt schon sehr unfaire Kombinationen hier. Ich glaube, da hätten sie bei Programmierung mit mehr Abstand das Ganze programmieren können. Okay, vergeigt. Aber wir haben damit es geschafft. Wir haben Highscore geknackt. Hallo? 48. Können wir es irgendwie aufhören? Gibt's auch keine Achievement? Es gibt keine Achievement dafür. Abschalten. Den Computer auszuschalten hilft mir dabei, den verdammten SC zu vergessen, aber es hilft mir nicht, ihn fertigzustellen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es schon ein paar Mal versucht. Okay, leere Seite. Vielleicht sollte ich mit einem Titel anfangen, wenn ich nur eine Idee hätte. Oh, eine Ablenkung. Genau zur richtigen Zeit. Eine Nachricht von Bassam. Drüben alles in Ordnung. Ich bin im Cyberspace und alles ist schiefgelaufen. Treffen wir uns dort? Wovon redet er? Oh, Achtung, aus guten Gründen beschlagnahmt. Was ist das? Hallo Bewohner von Twin Lakes. Dein Computer wurde im Rahmen der Durchführung von Datenmining von der RRBTL, ausgesprochen ideale Bank von Twin Lakes, beschlagnahmt. Kein Grund, uns mit Fragen zu kontaktieren. Alles geht mit rechten Dingen zu. Tschüss. Okay, das referiert wahrscheinlich, es gab mal, vielleicht kennen es noch manche, das Problem, dass man dass man sich sein Rechner infiziert hatte. Ich weiß nicht, ob es eine Mail von einer Mail was war, so ein Phishing-Ding, wodurch am Ende dein Monitor oder dein Bildschirm gesperrt wurde. Eine Meldung kam, bitte überweise dort ein Geld, damit er wieder befreit wird. Und egal wie du so hoch und runter fährst, es war halt immer da gefangen. Wahrscheinlich so in der Art soll das hier auch das darstellen. Okay, alle auch. Verdammt, ich bin aus meinem Computer geflogen. Die Freya. Oh nein, ich auch. Schnell, automatisch speichern. Oh. Was ist da draußen los? Keine Ahnung, aber offenbar wurden nicht nur unsere Computer gekapert. Was ist mit seinem Gesicht eigentlich los? Hat er zwei Augen so schief oder ist das alles einfach gepierst? Das könnte ein Fall für Inspektor Rexa sein. Oder irgendein anderer geistloser Fall. Jedenfalls sollte ich mich mal umsehen. Gela. Ah, dieser ganze Lärm, das ist zu viel. Was zur Hölle? Gela. Kunde, bist du gerade zum Wolf geworden? Tut mir leid. Leute, ich habe überreagiert, aber der Lärm war unerträglich, wie an Silvester. Für Tiere oder Kriegsveteranen ist das wahrscheinlich weniger erfreulich. Bitte verwendet beim Feiern nicht ganz so viel Feuerwerk, Freunde. Eine wichtige Aussage, kann ich nur schreiben. Ich habe kein Wort verstanden. Sonst irgendjemand? Nö. Ach, komm schon, Leute. Ich spreche genauso wie ihr. Mit meinem großen Wolfsmaul. Fällt mir die Aussprache schwer, aber wenn ihr euch bemüht, könnt ihr mich doch verstehen.
Nein, ich verstehe kein Wort, Kumpel. Er benimmt sich immer so, während die Beherrschung verliert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob überhaupt noch was von ihm übrig ist, in dieser fetten, hirnlosen Bestie. Du verletzt meine Gefühle, Freya. Wie niedlich. Er merkt, dass wir über ihn sprechen und er scheint ihm zu gefallen. Guter Junge. Das ist so erniedrigend. Das ist traurig und süß zugleich. Okay, aus dem Fenster gucken. Draußen herrschen Sodom und Gomorra. Und die an Antonio, wahrscheinlich der letzte, hier noch sitzt. Nein, in... Das heißt doch Sodom und Gomorra. Gomorra? Gomorra? Doch, wahrscheinlich doch Gomorra. Nein, in Gomorra ist es nicht so sonnig. Und die Gebäude fallen schneller um, aber ein schönes Plätzchen zum Angeln. Mhm. Computer. Auf jedem Bildschirm ist die gleiche Fehlermeldung. Die Computer wurden alle gekapert. Freya? Oh nein! Hast du das Wichtiges verloren? Mein Roman! Bitte sag mir, dass du eine Sicherheitskopie hast. Ich war gerade dabei, einen zu erstellen. Das waren Seite 213 Kilobyte, die ich stundenlang auf diese 27 Disketten ziehen musste. Ich war schon bei der letzten Diskette. Herzliches Beileid. Oh ja, damals, oh ja. Kabel. Eine Kiste mit überflüssigen Kabeln, die der Kaffeebesitzer einfach nicht entsorgen will. Ich nehme sie ihm mal ab. Komm schon, komm schon. Verdammt, ich wollte gerade Aktien von so einer Firma namens Google kaufen. Na schon gut, ich habe schon genug lustige Brillen. Gut. Goggle. Also, auch als Brille, ihr versteht schon. Schade, dass mir diese Amazon-Aktien durch die Lappen gegangen sind. Ich hätte wirklich gerne in ein Unternehmen investiert, dem der Regenwald am Herzen liegt. Oh, das ist so traurig, wenn man das überlegt. Okay, wir haben die... Achso, warte mal, die Computer? Ist da irgendwas? Geiles? Okay, können wir nochmal mit ihm reden? Ist gerade zum Wolf? Tut mir leid, Leute. Ah, okay, da kommt die ganze Zeit dieser... Okay. Ach, dieses Elefantending, das kennen wir doch auch aus Episode 2 in den Zirkus. Was ist hier los? Kaffeeschild. Sirenencafé. Der Name kommt daher, dass die anderen Cafés an den Felsen zerschellen lassen. Mhm. Gebäudeschild. Das Computerlabor des Campus. Ob dort auch sämtliche Computer angegriffen wurden? Ich muss diesen Elefanten bewegen, wenn ich es herausfinden will. Elefant? Oh, nee, diesen Unfall habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, ganz genau. Statue. Frederick Syngat. Zu Lebzeiten stand er für gewöhnlichen akademischen Gewändern hier in der Gegend herum. Das hat die Touristen verwirrt, also hat man hier eine Universität gebaut. Dann hat er sich als Polizist verkleidet und wir haben eine Polizeiwache bekommen. Als sich die Kleidung eines Totengräbers angezogen hat, hat man ihn umgebracht und um ihn herum einen Friedhof angelegt. Und eine Person, die sich entkleidet oder was Besonderes anzieht, da baut man alles hin. So geht's auch. Gebäude. Das ist kein gutes Zeichen. Der Betreuer? Jacob. Ich wollte das Ding gerade reparieren. Jemand hat den Mikrochip eines Spielzeugroboters reingesteckt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich muss die Software aktualisieren. Dann wurde plötzlich der Computer des Jahrmarkts gekapert und das Ding ist komplett durchgedreht. Ich habe es durch die ganze Stadt verfolgt. Wenn du mich keuchen hören könntest, oh, wüsstest du, wie geschafft ich bin. Das war mir genau in der Episode gewesen. Deswegen nehmen wir die Kabel rein. Darf ich die hier reinsetzen? Willst du das Ding wieder aufladen? Ich glaube nicht, dass ich noch genug Kraft habe, ihm hinterher zu jagen. Nein, 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 ich binde ihn fest, damit er nicht mehr wegrennen kann. Naja, er hat Räder, als rennt er nicht, also... Auch recht dafür? Also, rennt er nicht wirklich, aber tu einfach, was du für richtig hältst. Okay, damit haben wir... Können wir jetzt irgendwie nach links gehen? Oder wenn wir hier reingehen, nehmen wir das mit? Hier. Nee, es tut mir leid. Okay, wir müssen es irgendwo festbinden. Kabelende. Das Ende meines Kabelkette? Meiner Kabel. Ich muss sagen, bisher war das relativ gut gewesen. Aber hier sind jetzt ein paar mehr Fehler drin. Okay. Das Ende meiner Kabelkette. Es ist mit dem mechanischen Elefanten verbunden, okay? Hey, du bist doch ein großer, starker Junge, oder? Eigentlich bin ich ein hochgebildeter Mann mit einem festen Job in einem Krankenhaus. Ja, jetzt ist Zeit zum Spielen. Du spielst doch gerne, oder? Nein, das ist erniedrigend. Wir spielen Tauziehen. Oh ja, nein, darauf fall ich nicht rein.
Er wedelt mit dem Schwanz. Da hat aber jemand Lust zum Spielen, oder? Aber hallo, und wenn du gewinnst, bekommst du mein Croissant. Verdammt, jetzt hast du mich. Dann wollen wir mal. Wie süß. Falsch hoch. Schön. Guck an, hier hat ein Computerchip vorhin. Hey! Dieser kleine Chip hat ungefähr die gleiche Größe wie der Anschluss von meinem Computer. Red nochmal mit dem Türbetreuer. Um ehrlich zu sein, hat sich an meiner Situation nichts verbessert, okay. Mein Computer, kann ich den mitnehmen? Was auch immer gerade passiert, es übernimmt mein Computer. Ich brauche ein neues Motherboard, um diesen Virus loszuwerden und wieder online zu gehen. Kann ich jetzt irgendwas hier machen? Damit sollte ich mein System in Sicherheitsmodus starten können. Ich bin drin. Spielen? Ich gehöre jetzt zu den hohen Tieren, aber es würde nicht schaden, den Abstand zu vergrößern. Nee, sorry, hab ich gerade keinen Bock. Seite, vielleicht sollte ich mit einem Titel anfangen, wenn ich schon eine Idee hätte. Kann ich E-Mails checken? Das hat man schon. Okay, sie macht sonst gar nichts mehr. Okay, wir können also jederzeit ans Laptop gehen und irgendwas machen. Und wir können jetzt ins Computerlabor gehen. Also rein mit uns. Okay, was gibt's hier? Die jetzt auf dem Zettel steht. Was geht ihr, Loser? Ich gehe online und finde heraus, wer meine Show vor dem Höhepunkt abgewürgt hat. Der Zettel ist mit Detective McKing unterschrieben. Riecht nach Parfüm und hat einen männlichen Lippenstiftabdruck. Ihr wisst doch, McKing ist der unliebsame Kollege von McQueen und immer so ein bisschen auf Frauenjagd und alles Mögliche. Na gut. Wir haben hier eine Kapsel. Ich lock mich mal ein und sehe nach, was passiert. Zeit zum Einwählen. Basam. Da bist du ja. Ich war mir nicht sicher, ob... Also Tron-artig. Ob meine Nachricht rechtzeitig bei dir ankommt. Fast wäre sie das auch nicht. Ich habe sie gerade gelesen, als mein Computer gekapert wurde. Ich würde gerne wieder rausgehen. Es geht. Ich wollte erstmal mit anderen reden. Okay, jetzt haben wir hier eine Arbeitsstätte. Ich glaube, das ist die Datenmine. Data Mining. In der das ganze Gold für diese Pyramide abgebaut wird. Eine im Bau befindliche Pyramide. Ja, das ist neu. Vor ein paar Tagen war sie noch nicht da. Was haben wir sonst noch? Wir können mit ihm reden. Basam, was ist hier los? Ich bin mir nicht sicher. Ich war auf unserer Dating-Plattform. Ghost. Um nachzusehen, wie du mit deinem Essay vorankommst. Und dann haben alle Computer um mich herum die gleiche Meldung angezeigt. Ich habe dir gerade eine Nachricht geschickt, bevor mein Computer abgeraucht ist. Dann habe ich mich hier eingeloggt in der Hoffnung, dass du sie bekommen hast. Okay, dann. Der Wächter. Zutritt verboten. Was ist für ein Ort? Eine Pyramide. Wie man unschwer erkennen kann. Ich weiß, dass das eine Pyramide ist, aber warum steht sie denn hier? Aus demselben Grund wie jede andere Pyramide. Jemand will sich wichtig fühlen. Und derjenige will, dass andere dafür bezahlen und sie bauen. Reichtum muss wirklich schön sein. Wer baut denn Pyramide? Ungewürdigte, namenlose Arbeiter. Aha, und wer bezahlt sie? Wir covern Computer und zwingen sie zur Arbeit. Also nehme ich an, sie bezahlen dafür. Ich habe das Gefühl, dass du meiner Frage ausweichst. So ist es. Ich habe meine Freunde verraten und beschütze jetzt die Eliten, die für uns die Welt im Ungleichgewicht halten. Du bist ein waschechter Wächter. Wie komme ich rein? Du kommst hier nicht rein. Zutritt nur für Mitarbeiter. Und wenn ich Mitglied werden will? Du müsstest eine Spende für den Bau der Pyramide leisten. Dann wärst du ein Mitglied. Du würdest sogar einen schicken Avatar bekommen. Wozu brauche ich den? Ich bin doch schon mein eigener Avatar. Der neue ist aber besser. Inwiefern? Er ist exklusiv. Das klingt nicht wirklich besser, nur anders, aber egal, ich muss rein. Also muss ich Geld auftreiben. So, zusammen. Wie komme ich von hier weg? Du könntest einfach in der realen Welt den Helm abnehmen. Geht das, während ich hier bin? Ja, fummel einfach an deinem Kopf herum. Es ist ein bisschen desorientierend, aber so kommst du zurück. Wie geht das? Ich nehme einfach dieses Ding ab und...